herzlich willkommen auf unserem Kanal Sue Teste Produkte. Ich bin die Sue. Ich bin die Mimi. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir wieder mal einen kleinen Einwegdampfer für einen unserer Abonnenten mitgebracht. Korrekt. Ne? Das ein oder andere Mal schreiben ja unsere Abonnenten ganz gerne unter unseren Videos drunter, wenn sie Ideen und Vorschläge haben, dass wir doch gerne mal etwas für sie testen können. Richtig. Oder ihr könnt natürlich auch super gerne mal eine E-Mail schreiben. Ne? Da achten wir auch immer drauf und reagieren da auch echt zeitnah drauf. Genau. An unsere E-Mail-Adresse su-testet-produkte@web.de. Ja, wunderbar. Da würden wir uns auch wahnsinnig drüber freuen. Aber jetzt heute werden wir einen unserer Abonnenten erstmal glücklich machen. Korrekt. Dann sag mal, Schatzi, was haben wir mitgebracht? Also, wir haben einen Einwegdampfer von der Marke 18 Karat, der in der Geschmacksrichtung Bubblegum ist. Der Hersteller verspricht bis zu 800 Zügen. Und das Ganze ist nikotinfrei. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ne? Bubblegum ist ja auch eine coole Geschmacksrichtung. Ne? Ja. Lecker. Ich habe auch von dem Hersteller noch nie was gehört. Doch, gehört habe ich das schon, aber das ist Tatsache der erste, den wir davon testen. So, wie gehabt, kleiner Pappkarton-Aromabeutel. Die Pippi packt mal aus, damit die Kamera noch einmal zeigen kann, wie das gute Stück aussieht. Okay, klassisches Design wie von vielen anderen Herstellern auch. Da kommt also jetzt kein Aha-Effekt. So, wir haben einmal wieder das runde Design, das schnabelförmige Mundstück und unten das flache. Genau, und da wird auch garantiert wieder die LED sein, genau, damit man sieht, ob der Einwegdampfer noch betriebsbereit ist. Ne? Das aber der riecht jetzt mal nicht so. Oh, der riecht echt gar nicht. Also da kommt geruchsmäßig noch nicht ganz so viel rüber. Meistens haben wir das hier, dass wenn wir die auspacken, vom Geruch echt schon absolut begeistert sind und die meisten Hersteller das dann vom Geschmack her leider nicht ganz so umsetzen können, wie er riecht. Ja. Der riecht jetzt sehr dezent. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Hersteller mit dem Geschmack gemacht hat. Du ziehst ganz komisch dran. Inwiefern? Hältst du vielleicht irgendwo was zu? Nee. Nicht so wie bei den anderen Einwegdämpfer, dass du da direkt, da kommt direkt was raus. Also musst du kräftig dran ziehen, meinst du? Da kommt, guck mal. Okay, ja, ist relativ verhalten. Sonst bin ja ich immer diejenige, die wenig Dampf produziert beim Dampfen. Aber da ist jetzt bei Pippi auch nicht ganz so viel dahinter. Obwohl sie ja eigentlich unsere Nebelmaschine ist. Ne? Also wenn sie dampft, dampft sie schon ordentlich. Das hört sich auch irgendwie sehr, sehr stramm vom Ziehen her an. Ne? Aber Eis oder so ist da nicht drin, Schatz. Nein, gar nicht. Ne? Überhaupt nicht, sonst würde ich dir Bescheid sagen. Siehst du, was ich meine? Oh. Also das ist wirklich dezent vom Zugverhalten her, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber das finde ich schon wieder nicht so toll. Weil wir sind ja eh so Dampfmaschinen. Ja, wir haben schon einen ordentlichen Zug am Leib, meinst du? Ne? Ja. Also der ist wirklich sehr zaghaft. Zaghaft, ne? Also wir ziehen schon kräftig da dran, schon ordentlich, aber wir haben gar nicht das Gefühl, dass wir feste dran gezogen haben. Nee. Ne? Also in dem Moment, was rauskommt und was du einziehst, denkst du eigentlich so, dass irgendwo ein Loch drin oder so. So mehr Luft mitziehst als alles andere. Also das ist auch Tatsache einer, wo ich sagen würde, da würde ich permanent zweimal hintereinander dran ziehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich bei einmal ziehen an dem Einwegdampfer genug Volumen aufgenommen habe. Und ich muss leider sagen, geschmacklich kommt er auch beim Dampfen nicht rüber. Oder? Sage ich da was Falsches? Ja, ich finde den geschmacklich auch nicht so toll. Ja, weil man nicht identisch. Also Bubblegum finde ich schon, dass du das schmeckst, aber ich finde, das ist so. Findste? Also es soll nicht böse klingen, aber kennst du das, wenn du ein Kaugummi lange gekaut hast? So finde ich das. Ich wollte gerade sagen, wenn du ein altes Kaugummi irgendwo rausholst, also so aus irgendeiner Packung, die schon gefühlt, weiß ich nicht, wie alt ist. Ja, oder halt schon lange drauf rumgekaut hast. Ja, oder so. Also leider müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen, ist der geschmacklich nicht so toll. Nee. Ne? Also er ist sehr flach vom Geschmack. Er ist sehr flach vom das Zugverhalten. Das Zugverhalten her ist auch sehr dezent. Ja, nicht so der Kracher, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da ist man halt einfach anderes gewöhnt. Ja. Ne? Also ich würde sagen, nee, also ich finde ihn doof. Na, es geht so. Okay, also Pippi sagt, geht so. Ich finde ihn irgendwie doof, weil er mich geschmacklich überhaupt nicht abholt. Nee, das und, sowieso nicht. Auch vom Zugverhalten her einfach nicht meins ist. Ich habe nicht das Gefühl in dem Moment, wo ich da dran ziehe.
dass da irgendwas war. Genug Volumen einfach gekommen ist. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ihn nicht toll. Ich auch nicht. Püppi sagt so lala, eher, eher Tendenz so ein, abwärts, ja. Ne? Wenn ich das so richtig ja, deuten so lala, kann, bis abwärts. Ja. Ja, das tut uns schrecklich leid, lieber Abonnent, aber das ist ein Einwegdampfer, den wir beide das ist das Geld nicht so wert. Toll finden. Nee. Den wir auch nicht empfehlen würden. Nee. Einfach, da gibt es viele andere, die viel, viel besser sind. Geschmacklich da extrem besser rüberkommen. Aber gut, man muss halt alles mal durchtesten. Und genau deshalb haben wir das auch super gerne für dich gemacht. Ja, er hat uns leider nicht überzeugt, aber da nicht steckt so. Man halt nicht drin. Ne? Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht findest du den klasse. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob du den schon getestet hast. Ne? Weil es war ja nur ein Testwunsch von dir. Ja, und ich würde sagen, dann war es das für heute schon wieder, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Für die, die noch kein Abo bei uns haben, schnell den Abo-Button drücken und die Glocke einschalten und fleißig Kommentare schreiben. So sieht's aus, mein Schatz. Ja, ihr Lieben, dann sagen wir Tschüss!